So, und jetzt noch die Blumen. Die Blumen. Ja, diese doofen Blumen, ey. Nur wegen denen sind wir jetzt runtergefallen. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Flash, beziehungsweise die allererste Folge Minecraft Flash. Ich habe Flash noch nie aufgenommen, jedoch schon öfters gespielt. Ich mache jetzt einfach mal Slash Start, dann seht ihr, dass es gleich losgeht und ich wähle die Map Honigtopf. Ich mag die Map. Oh, ich kann die Map ändern, weil ich YouTuber bin. Und das ist nice. Okay, also wie ihr seht, ist das hier ein Jump'n'Run-Spiel. Und da schreibt schon einer YouTuber, weil er wahrscheinlich jetzt gesehen hat, dass das eben geändert wurde. Und ja, die Map war GTA, aber das wusste ich vorher selber nicht, weil ich hatte vorhin eine richtig doofe Map, die ich nicht spielen wollte. Und ich wusste nicht, wie man die ändert. Mega, mega cool, dass wir YouTuber dazu die Berechtigung haben, die Map zu ändern, wenn wir die für Aufnahmen oder sowas benötigen. Aber wie ihr seht, ist das hier eben dieses Jump'n'Run-System. Das bedeutet einfach springen. Man hat halt Super Speed, deswegen auf keinen Fall auf Quick Pro spielen. Ich habe jetzt runtergestellt auf 80, dass man wenigstens so ein bisschen normal spielen kann. Moment, so, Leute, und zack, und den haben wir auch geschafft. Wir sind derzeit, glaube ich, Erster, oder? Dubi in Love, glaube ich, heiße ich, oder? Ich heiße Dubi in Love. Hä, ja, okay, das ist auf jeden Fall ein schöner Name. Und der Sprung hier, ich hasse den Sprung so. Zack, zack, und jetzt wird schwer. Okay, nee. Das wird jetzt wieder ein bisschen dauern, bis ich den Sprung hier jetzt wieder ordentlich schaffe. Denn so. Zack, dann hier rüber. Ich schaffe das nämlich nie bei diesen Seelensand-Dingern da. Aber ich erzähle einfach mal so ein paar Sachen jetzt in der Zeit, wo ich noch hier bin. Fast. Und zwar bin ich ja jetzt in meinem Zimmer, wie ihr seht. Und deswegen, es hallt auch jetzt noch so ein bisschen zumindest bei mir. Und ich habe gestern eben einen Schrank aufgebaut. Ich werde auf jeden Fall, sobald der Schrank fertig ist, also komplett, werde ich auf jeden Fall eine Roomtour machen, wenn ihr das wollt. Und ich möchte schon mal jetzt ein kleines Dankeschön da lassen für 25.000 Abonnenten. Ich meine, ich hätte mir das niemals in meinem Leben erträumt. Und ich bin kein Mensch der großen Worte, aber es kommt noch ein Special, ja. Also freut euch drauf. Es wird auf jeden Fall noch ein schönes Speziale, ne? Ein schönes Special wird auf jeden Fall noch kommen. Aber da muss ich mir erst was einfallen lassen, weil ich ehrlich gesagt jetzt nicht so recht eine Ahnung habe, wie wir das machen sollen. Und Arieni ist schon beim vierten Checkpoint. Das sehe ich nicht ein. Deswegen müssen wir das jetzt schaffen. So, aber jetzt, jetzt. Ich glaube, das ist jetzt der Lauf unseres Lebens. Und zack. Rüber, 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 rüber. Nein, natürlich wieder nicht. Ich hoffe, die Tastatur ist nicht zu laut, weil sonst darf ich da nicht so draufschlagen. Nice! Und schon haben wir den nächsten Checkpoint erreicht. Jetzt sind wir endlich beim dritten. Das ist immer der schwerste, finde ich. Die anderen sind gar nicht so schwer, die anderen Checkpoints. Oh mein Gott, war das mies von mir. Oh mein Gott. Und hier in der Mitte haben wir, wie gesagt, so ein Instant Sterben-Button. Das bedeutet, wenn wir runterfallen, möchten wir nicht warten, dass wir ganz unten sind und dann qualvoll sterben und noch zusehen müssen, wie wir von unserem schönen Jump'n'Run getrennt werden. Nämlich ist das so ein Instant-Button. Dann zeige ich euch jetzt nochmal, wenn ich sterbe, so zack, drücke ich drauf und dann bin ich wieder am Anfang und ja, so. Der ist jetzt schon beim sechsten Checkpoint. Ich hoffe mal, dass irgendwie drei Leute ins Ziel können und nicht nur einer, weil ich würde gerne das komplette Jump'n'Run machen, weil ich das schon öfters gemacht habe. So, ehrlich gesagt nur einmal, aber scheiß drauf, Leute, scheiß drauf. So, zack, hier rüber. Zack, okay, so. Und ich möchte sowieso auch jetzt noch ein bisschen mehr Real-Life-Zeugs bringen. Ich weiß ja nicht, ob euch sowas gefällt. Wenn ich sage, ich bringe so ein bisschen Real Life, ich habe keine Ahnung, ob euch das gefällt oder generell auch mehr Sachen, wo man mich komplett sieht. Ich habe ja keine Ahnung, ob ihr daran überhaupt Interesse hättet. Oh, erst beim achten Checkpoint schon. Jetzt muss ich mich beeilen hier durch. Moment, so.
Oh, Leute, das wird knapp. Und ich bin im Wasser. Nice. Und nächster Checkpoint, vierter. Das heißt, rüber jetzt. Jetzt muss ich mich aber beeilen, dass ich das noch schnell schaffe hier. Sonst wird es ziemlich knapp. Hui. Und, Leute, hui. Oh, nice. So, dann hier drüber noch. Hui. Okay. Wo ist der nächste Checkpoint? I can't see him. Hier drüben. Oder? Ja, yes. Okay, da vorne ist der nächste Checkpoint. Perfekt. Okay, da falle ich auch meistens runter, weil ich einfach so schnell bin. Hui, hier hoch, dann hier rüber. Dann hier rüber. Dann hier rüber. Und weiter geht's. Nice, nice. Da drüben. Ah, kacke, da hätte man durchlaufen müssen und ich, Idiot, bin gesprungen. 60 Sekunden bis zum Ende habe ich noch. Okay, ich versuche jetzt mal in 60 Sekunden noch das meiste rauszuholen, was geht. Okay, das schon mal auf jeden Fall nicht. So, rüber, dann rüber, hier hoch. Oh Mann, ich falle hier die ganze Zeit runter. Das ist richtig nervig. So, Moment, so und so und rüber und zack. Ja, okay. Schau ich mal, wie weit ich jetzt noch komme in 60 Sekunden. Ja, yes. Ich bin beim sechsten Checkpoint, Leute. Beim sechsten Checkpoint bin ich. Rüber hier. Okay. Das kann noch knapp werden. Vielleicht schaffe ich es ja sogar noch. Und ich bin im Wasser. Nice. Und jetzt stelle ich hier hoch. Also wie gesagt, bei Quake Pro verzieht es euch wahrscheinlich das Gesicht extrem. Und deswegen, oh mein Gott. Ich schaffe das jetzt leider bestimmt nicht mehr. Aber es wird auf jeden Fall ziemlich knapp. Okay. Ich habe es bis zum siebten Checkpoint geschafft. Ich war nicht mehr weit vom Ziel entfernt. Ich würde mal schreiben GG. Und das Ganze ging jetzt ein paar Minütchen. Aber ich würde einfach mal sagen, das war's von der Runde Flash. Oder, nee, ich hänge noch eine Runde dran. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Ich werde jetzt einfach mal nochmal die Map Honigtopf spielen, weil die möchte ich jetzt unbedingt gewinnen, weil ich ganz genau weiß, dass ich das schaffen kann. Wenn ich an mich glaube, ja Leute, wenn ich an mich glaube, dann kann ich das schaffen. Aber ich möchte euch die Map komplett zeigen und wenn ich schon eine Flash-Runde aufnehme, dann möchte ich die auch gewinnen. So, zack, rüber hier, wusch, wusch, so, oh Mann. Aber den ersten Checkpoint haben wir. Wir waren vorhin ja auch schon Erster. Bis uns die ganzen Leute bei diesem einen Punkt da überholt haben, wo ich gesagt habe, boah, der ist echt schwer. Da mit diesem Seelensand, der ist echt doof. So, aber den Checkpoint haben wir auch wieder. Das heißt, ja genau, genau das mag ich überhaupt nicht. Das hier mit dem Seelensand. Weil irgendwie entweder ich springe nicht oder ich mache andere Fehler, auf jeden Fall, hier, zack. Oh, ich komme da einfach nicht drüber, aber ich glaube, ich muss da einfach dann unten sprinten hier. So. Nice! Und dann sind wir auch schon viel weiter. Okay, das ist jetzt ja nicht so schwer. Das sind jetzt ja nicht so schwere Parts. Die kann man eigentlich noch ganz locker easy schaffen. Okay, dann hier rüber. Hier durch und zack, und zack und ins Wasser, perfekt, nächster Checkpoint und zack, so, nice, gut, dann gehen wir gleich mal weiter zur nächsten Blume. Ja, also wie ihr seht, man kann, wenn man gut ist und nicht die ganze Zeit so stirbt wie ich bei diesem einen blöden Treibsand da, echt gut durchkommen. Und ich bin jetzt auch nicht der Jump'n'Run Pro, falls ihr das glaubt. Ich bin eigentlich auch nicht so gut im Jump'n'Run, aber bei Flash geht es halt nicht darum, wie gut du die Sprünge schaffst, weil da hat ja jeder eigentlich die gleichen Voraussetzungen. Jeder hat Speed und ja. So, nice. Jetzt müssen wir nochmal hier. Okay, Thomas, okay. Beim leichtesten Sprung auf der ganzen Map wahrscheinlich verkackst du, weil du einfach dumm bist. Egal. So, rüber hier. Hui. Hui. Und yes, das haben wir geschafft. Dann nochmal hier rüber jetzt. So. Und jetzt noch die Blumen. Die Blumen. Ja, diese doofen Blumen, ey. Nur wegen denen sind wir jetzt runtergefallen. Was könnte ich euch noch erzählen? Ich war jetzt, wie gesagt, in Italien. Das ist jetzt mein
Videohintergrund für die nächsten paar Jahre. Was weiß ich, wie lange ich dann hier wohne. Da ist schon einer hier bei mir ganz in der Nähe. Das sehe ich nicht ein. Aber zu dem werde ich jetzt auch noch kommen. So, perfekt. Das schaffen wir auch noch. Okay. Sind vor ihm. Oh. Oh. Oh, Leute, das könnten wir. Das könnten wir jetzt hinkriegen. Das könnten wir hinkriegen. Hui. So, perfekt. Den nächsten Checkpoint haben wir. Soweit, glaube ich, waren wir ja vorhin schon. Haben es dann aber zeitlich nicht mehr geschafft. Das war leider echt bedauerlich. So. Zack. Und rüber. Auf jeden Fall freue ich mich wirklich sehr, jetzt endlich in meinem Zimmer zu sein, weil ihr müsst bedenken, ich bin hier unten in meinem Wohnzimmer gewesen und habe dort aufgenommen. Wie doof das eigentlich ist, wenn dort dann die ganzen Leute wie mein Vater, mein Bruder, die Freundin von meinem Vater und so immer reinkommen, wenn ich gerade aufnehme. Da kann man halt nicht, kann man halt einfach nicht ungestört sein. Und ich möchte halt, ich möchte einfach meine Ruhe haben, wenn ich aufnehme und so. Und deswegen gab es auch so wenig Streams, weil einfach immer unten dann gefernsehen wurde, wo ich gesagt habe, so, yo, es wäre cool, wenn ich jetzt streamen könnte, aber die wollten lieber fernsehen. Nice. Läuft auf jeden Fall. So, erstmal hier durch. Nice, und wir sind beim letzten Checkpoint. So, und jetzt hier noch durch. Oh, hier ist, glaube ich, nochmal eine krasse Hürde hier irgendwo. Oh, nee. Okay, Leute, aber wir sind den Leuten schon gut voraus. Einer ist zwar noch da vorne. Das ist echt noch ein bisschen krass. Und hier durch. So, nice. Wow. Okay, Leute. Ui. Und hier durch und hier rauf und zack und GG. Wir sind der Erste, der es geschafft hat. Oh, und ich bin jetzt gerade hier irgendwo. Ah, jetzt kann ich die Leute spectaten. Dieses Spectator-Ding da finde ich eigentlich echt cool, weil da kann ich dann unten jetzt auswählen, ja, Teleporter Player, mache ich jetzt mal, 1 muss ich dann drücken und dann möchte ich zum Beispiel zu diesem Baummenschen, so, den können wir uns ja schön angucken. Das ist ja schon ziemlich cool gemacht, dieses Menüsystem, das ruft man auf, ich weiß nicht, wie man das genau ausruft. Auf jeden Fall hat er auch jetzt das Ziel erreicht, GG. Und Moment, genau, mit 1 ruft man das dann auf. Dann gehe ich jetzt nochmal auf Teleport Tour Player. Wer ist denn jetzt Zweiter? Der Team Mein Internet. So, der hier. Der ist jetzt mittlerweile. Oh, die sind noch recht weit hinten. Auf jeden Fall kann man so die Leute spectaten. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, GG. Schreibe ich dann nochmal, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zusehen heute bei einer Runde Flash. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das ging und so weiter. Aber freut mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr ein Däumelein nach oben freuen. Und ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Vielleicht schaffen wir dieses Mal die 200 Likes. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Ich habe jetzt einen neuen Stuhl. Wer wissen möchte, was das für einer ist und so weiter, kann gerne mal in die Videobeschreibung gucken. Der ist ab jetzt da drin verlinkt. Und ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao.